Jetzt hat er gelöst. Nein! Ey, was machst du denn? Der war 1000 Dollar wert, Junge. Ja, was ist jetzt? Ich will aufnehmen. Ich weiß nicht, wie ich aufnehmen soll. Nein, 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 nein! Ich nehme auf. Wie? Ich kann nicht aufnehmen. Nein! Nein, 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 du sollst doch auch gar nicht aufnehmen. Ich nehme auf. Also du nimmst was auf? Da liegt nichts auf dem Boden. Hallo? Was meinst du? Ich werde heute eine ganz besondere Folge mit dir zusammen starten, Andy, okay? Oh, Junge, ich weiß, Andy, tut mir leid. Wie konnte ich nur? Pass auf, heute werde ich dir mal ein bisschen beibringen, wie man Minecraft spielt, weil ich, frag mich folgendes, Andy, ja? Was hast du hier veranstaltet auf deinem Grundstück? Wieso? Wieso fragst du? Was ist das hier? Das ist mein Haus. Warte, komm raus! Aber du weißt... Weißt du, dass Warte! Bevor man in ein Haus reingeht, mach mal die Türen auf. So, komm rein. Ey, da sind gar keine Türen. Weißt du überhaupt, wie man Sachen craftet? Wieso Türen? Was für Türen? Ja, du redest doch gerade von Türen. Hey, wusstest du nicht, dass du aus dem Holz das Holz machen kannst? Was? Mein Gott, Andy, okay, pass mal auf. Jetzt aus musst du mir mal erstmal... das machen, das... Ich merke schon, wir müssen komplett bei Null anfangen, Andy. Nein, überhaupt nicht. Ich kann hier... Komm mal mit. Hier. Ja. Mein eigenes Jump'n'Run. Absolut krass. Zack, 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 zack. Okay. Warte. Okay. Warte kurz, warte. Warte mal, was hast du geschrieben? Was steht hier? Ich komm da nicht hoch. Ich komm da nicht hoch. Kannst du mir das mal vorlesen, bitte? Wenn du nicht schaffen hast. Wenn du nicht schaffen kannst, du. Ja, ist doch logisch. Wenn du nicht schaffst, bist du Noob. Ach so. Verstehst du, Junge? Ich verstehe. Du bist echt nicht so schlau. Warum bin ich denn, drauf gekommen? Okay, ja. Hey. Und was ist das hier? Hey, ich hab einen Geheimgang gefunden. Ein Geheimgang? Ich hab einen Geheimgang gefunden. Ja, das ist dein Grundstück. Ach so, stimmt. Was ist das? Ja, du hast das gebaut. Was ist da unten? Was ist das? Ach so. Hey, Junge. Warum ist das so lustig? Ich weiß es auch nicht. Die Frage ist, wie kommen wir wieder hoch? Guck mal, mit Zauberei kommen wir wieder hoch. Guck. Ich kann nicht fliegen. Hallo? Ich hab dich wieder hochteleportiert. Oh mein Gott, das geht immer viel zu schnell. Ey, ich hab ein Problem. Ja? Kannst du mir helfen? Wobei? Komm mal mit. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ich frage immer andere. Dann setze ich das hin, komm wieder, auf einmal steht das da. Aber wenn ich Pflanzen bauen will, hat mir jemand gesagt, so habe ich das gelernt. Also, man braucht Erde. Logisch? Erde für Baum. Also für Bauen. Was willst du jetzt von mir? Ich will eine Pflanze pflanzen. Und dafür brauche ich Erde. Und Wasser. Nein, du brauchst kein Wasser. Das doch, Wasser, guck mal, Wasser, warte mal. Wasser brauchst du, wenn nein. du Karotten oder Weizen anpflanzen willst. Also, Wasser. Dann bauen wir das so. Hä, was machst du da? Was machst du da, Junge? Wasser, Erde, Baum. Junge, bist du dumm oder was? Nein. Ey, wenn du den... Das ist wirklich nicht so schlau, oder? Ist doch logisch, Baum. Guck mal, Erde. Was ich hier hab. Knochenmehl. Guck. Was? Yeah! Wie hast du das gemacht? Mit Knochenmehl kannst du Bäume schneller wachsen lassen. Wie ist das denn gemacht worden? Wer war das? Hiermit. Hä? Ja, das kannst du auch damit machen. Das ist ja gut. Pflanzen, überall sind Pflanzen. Überall sind Pflanzen. So. Warte mal. Was ist das hier? Das ist meine Handelbox. Deine Handelbox. Ja, meine Handelbox. Und warum ist hier Lava? Ich glaube, wir müssen hier einmal raus, kurz. Komm mal mit. Komm mal mit. Ja. Komm mal mit. Erzähl doch mal. Hier ist überhaupt nichts. Das ist hier, das ist nichts für dich. Okay, kein Problem. Okay, da ist nichts. Ich hab noch ein Problem. Komm mal mit. Okay. Wir müssen mal hier runter. Das darf nicht jeder mitbekommen. Ich wollte Diamanten haben, ne? Und dann habe ich 7000 Dollar bezahlt. Und ich habe einfach nur Blöcke bekommen.
Und das war mein Nachbar, der hat mich jetzt beklaut. Ich wollte diese blauen Blöcke nicht. Ich hab gesagt, ich will 20 Diamanten. Und jetzt habe ich Blöcke. Ey, sag mal, Andy, bist du eigentlich immer so, wie du gerade bist? Wie meinst du das? Kannst du lesen? Also, lesen? Ja. Ja, warum? Da steht Diamantblock. Natürlich kann ich lesen. Denkst du, ich bin dumm oder was? Nein. Denk also, ich auf gar keinen Fall. Warum? Ja, das sind so? Diamantblöcke, Andy. Ich will keine Blöcke. Ich will Diamanten. Diamanten. Keine Diamantblöcke. Ja, pass auf. Kennst du? Hast du schon mal von gehört? Werkbank. Ja, kennst du? Ja. Guck mal, du nimmst die Diamanten, packst sie da rein, bekommst Diamanten raus. Genau die wollte ich auch von ihm. Aber er hat mir einfach diese dummen Blöcke verkauft. Verstehe ich nicht. Und dann bin ich in Support gegangen und nichts passiert. So, genau das wollte ich. Danke, dass mir hier einer hilft. Aber diese blöden Blöcke kannst du behalten. Aber das ist doch dasselbe. Nein! Diamant! Aber du kannst es doch immer wieder so bauen. Du kannst Diamantblöcke oder Diamanten, das ist alles dasselbe. Ich muss jetzt hier einmal kurz gucken, was mein Feld macht. Mein Feld wächst nicht so gut. Immer wenn ich das abbaue, kommt nichts. Wann kommt da Essen? Ja, weil da brauchst du Wasser für. Du hast doch eben gesagt, ich brauche kein Wasser. Ja, weil du für Bäume kein Wasser brauchst. Ich bin besonders. Hallo, du brauchst kein Wasser. Hallo, du brauchst Wasser. Entscheid dich mal. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, mit oder ohne Wasser. Für Sachen, die du auf diesen Bumster anpflanzt, mit Wasser. Aber das pflanze ich auch. Weil das ist was anderes. Hä? Aber das ist doch auch eine Pflanze. Oder willst du mir jetzt sagen, Bäume sind keine Pflanzen? Ey, ich habe ein richtig geiles Spiel. Willst du das nicht mal ausprobieren? Und einfach mal... Ein Spiel? Einfach mal Minecraft sein lassen, Fortnite oder so. Die Markenspiel. Willst du nicht irgendwie Fortnite anfangen zu zocken oder so? Das ist was für Idioten. Ah, okay, ich verstehe. Also ich sag immer, Fortnite spielen Leute, die keine Ahnung haben vom richtigen Game. Was hast du hier eigentlich gebaut? Was baust du hier, Junge? Das ist hier mein Erlebnislabyrinth. Hallo? Bleib bitte weg, das ist privat. Das ist privat. Hallo? Aber was ist denn da unten? Hast du schon mal was von Privatsphäre gehört? Ey, jetzt will ich aber wissen, was da... Hallo, hast du schon was mal hast von du eigentlich hier versucht? Was ist das? Was machst du hier? Was ist denn das? Das sind meine persönlichen Experimentierräume. Gehst du bitte raus? Gehst du hier bitte raus? Nein, ich gehe nicht raus. Hallo, das ist mein Eigentum. Wenn du sein hier, du ein HS. Das ist, ein HS ist ist ein Haus. Steht für Haus. Hä, was hast denn du hier gebaut? Du kommst ja... Oh, scheiße, wir kommen hier nicht raus. Warum springst du? Hallo, ich seh nichts mehr. Wo bin ich? Okay, das war jetzt ja... Und warum war das jetzt hier privat? Warum darf man hier nicht reinkommen? Kannst... Hey, hier ist ja auch nichts. Komm, Andy, reiß dich zusammen. Mach schnell die Schilder weg. Hör auf, lang zu reden. Nicht laut reden. Ich muss das hier schnell wegräumen. Schnell wegräumen. Oh, hallo. Pass kannst auf. Du mich hier in Roll lassen? Andy, ich hab ne Challenge für dich. Was? Du bekommst von mir 50 Millionen Dollar, wenn du das zum Leuchten bringst. Ich weiß wie. Du weißt wie? Ich weiß wie. Ja? Wie? Ich muss da hoch. Als ob du das jetzt weißt. Wenn du das... Nein, das weißt du nicht, Andy. Das weißt also, du nicht. Er muss doch einfach nur... Wo bist du jetzt? Oh, Junge. Warte mal. Komm mal mit. Er soll leuchten, sagst du. Jetzt hat er geleuchtet. Nein! Ey, was machst du denn? Der war 300.000 Dollar wert, Junge. Was? 300.000? 300.000 Dollar. Na, hä? Hallo! Wo sind die 300.000? Andy! Da waren keine 300.000. Hast du hier schon Freunde gefunden, Andy? Ja, komm mal zum Spawn. Komm mal zum Spawn, da sind meine Freunde. Also, hier, Summer Hulk. Der steht hier immer. Und immer wenn ich komme, macht er was. Du hast Freunde in der Lobby. Ich habe auch Freunde in der Lobby. Sogar hier, guck mal. Ich klicke immer hier rauf. Auf Step 2. Und auch mal auf CP3 und hier sogar. Hier, guck mal. Hier sind immer so Nachrichten an mich. Absucht. Zuma. Warte, OP sucht Sommer Deals. Sommer Deals.
Ey, das sind echt krasse Angebote, Andy. Wusstest du das schon? OP. Also, wenn du Bock drauf hast, slash Shop. Also, das ist wirklich absolut geisteskrank mega. Wenn du Bock hast, den Server zu unterstützen, Andy, slash Shop. Slash was? Und dann kriegst du richtig nice Summer Deals. Slash Shop. Slash Shop. S-T-H-O-P. Ja, ja. Slash Shop. Und dann klickst du einfach da drauf und dann kommst du zu unserem Shop. Oder du gibst im Browser ein shop.opsucht.net. Geht jetzt auf opsucht.net und checkt ab die Summer-Deal. Ja, du hast die Summer, Summer. Mega, Andy, als hättest du nie was anderes gemacht. Also, ich geh jetzt mein Haus weiterbauen und jetzt lass mich mal für heute in Ruhe. Jo, Leute, was war denn das bitte? Ey, das halte ich nicht nochmal aus. Wollt ihr, dass ich noch eine Folge mit ihm mache? Soll ich ihn vielleicht mal ein bisschen trollen? Habt ihr Bock drauf? Daumen nach oben. Vorschläge in die Kommentare. Denkt dran, wenn ihr Bock habt, den Server zu supporten. Support ist kein Mord, Freunde. Der Server bezahlt sich nicht von alleine. Und freuen uns wirklich über jeden Support. Das ist nämlich gar nicht mal so leicht, wie man sich das immer vorstellt, so einen Minecraft-Server zu betreiben. Deswegen, wenn ihr Bock habt, uns zu supporten jetzt gerade, lohnt sich's auf jeden Fall. Slash Shop oder shop.opsucht.net. Wir sehen uns. Ciao, ciao.